So, weiter geht's. Wir verlassen den Gardasee und fahren jetzt nach Südtirol. Auch wenn es da oben nicht so doll aussieht auf den ersten Blick, der Wetterbericht sagt uns doch was anderes. Da soll es wärmer sein als am Gardasee, tagsüber. Die warmen Nächte sind für uns vorbei, denn wir fahren von etwas mehr als Meereshöhe auf ungefähr 800 Meter Höhe. Und da wird es nachts dann frisch. Mehr von uns nach dem Intro. So, angekommen und aufgebaut. Auf einem der besten Campingplätze unserer bisherigen Reise. Wir stehen in St. Lorenzen. Vom Campingplatz aus schauen wir auf den Kronplatz, einem der größten Wintersport- und Wandergebiete hier in der Gegend. Doch, lass uns mal über den Campingplatz gehen. Dieses schöne Haus beherbergt die Sauna. Der neue Teil des Campingplatzes wurde erst 2019 in Betrieb genommen. Und in diesem Gebäude findest du die Sanitäranlagen. Wir nehmen das Antonser Tal unter die Räder und kommen bald an dem Campingplatz vorbei, wo wir 2020 zur Biathlon-WM gewohnt haben. Schön war's. Ja, da werden wieder Erinnerungen wach. Erinnerungen an den Februar 2020, als wir hier in Antholz waren zur Biathlon-WM. Kurz danach fing die Misere mit Corona an, aber ihr wisst das selbst genug. Wir wollen hoffen, dass die kommende Biathlon-Saison genauso ohne Probleme über die Bühne geht. Wir wünschen den Antholzern hier, aber auch allen anderen Veranstaltern, ein gutes Gelingen. Weiter geht's. Vorbei am Antholzer See. Wir fahren in Richtung Stallersattel. Thank you.
Der Stallersattel weist eine Besonderheit auf. Die Fahrspur ist meist sehr eng, sodass nur ein Fahrzeug sie befahren kann. Es kann auch sein, dass gehörnte Verkehrsteilnehmer sie blockieren. Also Vorsicht! Der Stallersattel ist wie eine Einbahnstraße. Immer zur halben Stunde wird die Ampel in Italien auf grün geschaltet. Dann kannst du für eine Viertelstunde losfahren. Danach zeigt sie auf der Südtiroler Seite für 45 Minuten rot. Zur vollen Stunde schaltet die Ampel dann in Österreich auf grün und die gleiche Prozedur läuft ab. Nach der Passhöhe läuft es dann wieder wie gewohnt. Verkehr in beide Richtungen. Wir fahren weiter durch das Deferreckental, um dann nach Lienz abzubiegen. Von hier aus geht's durch das Bussertal nach St. Lorenzen. Diese stilisierte Bergkulisse bringt uns auf eine Idee für morgen. Wenige Kilometer von hier Richtung Süden sind wir mitten in den Dolomiten. Und gestern sind wir ja an diesen stilisierten drei Zinnen vorbeigekommen. Und das hat mir eine Idee gebracht. Wir fahren gleich Richtung Osten durch das Pustertal, biegen dann ab Richtung Süden vorbei an diesen drei Zinnen, kommen dann über den Falzarego-Pass nach Araba. Und dann machen wir das Podoi-Joch, Sella-Joch und das Grödner-Joch, um anschließend dann durch das Gardatal wieder hierher zurück nach St. Lorenzen zu kommen. Und bald sehen wir sie, die drei Zinnen. Seit 2009 sind sie ein Weltnaturerbe und weltberühmt. Am Dürensee bietet sich ein Rast an. Weiter geht's. Wir streben Cortina d'Ampezzo entgegen, jenen berühmten Wintersportort. Aber das ist was für Schicki und Micki. Wir fahren durch. Und genießen die kurvige Anfahrt zum Passo Falzarego.
Und wie ist das im Rheinland? Alles, was mindestens zweimal hintereinander stattfindet, hat Tradition. So kehren wir wieder unterhalb der Passhöhe ein. Ob aber diese Maske gegen Corona hilft? Das Podojoch steht an. 2239 Meter über dem Meer wollen erfahren werden. Die Straße ist die zweithöchste, durchgängig asphaltierte Straße der Dolomiten. Sagenhafte 33 Kehren und unzählige Kurven schlängeln sich von Araba hinauf. Weiter rollen wir nach Kanazai. Insgesamt werden das 60 Kehren. Wir biegen vor Kanazai ab und steuern das Sellajoch an. Und dann stehen wir davor, vor diesem imposanten Bergmassiv. Imponierend. Mir fallen nicht genug Superlative ein, diesen Sellerstock zu beschreiben.
Auf der Passhöhe fahren wir rechts ran. Ich bin heilfroh, dass der Bus in die andere Richtung fährt und ich nicht hinter ihm hertrödeln muss. Es geht bergab. Das Grödnerjoch wartet auf uns. Manchmal haben rote Ampeln auch was Gutes. Man hat Zeit, sich in den Bergen umzusehen. Es wird auch wieder grün. Wir rollen hinunter ins Gardatal und steuern unseren Zweitwohnsitz an. Heute geht es hoch hinaus. Eine Seilbahn bringt uns hoch. Und zu unserer Begrüßung läuten die Glocken. Standesgemäß. Ja, ihr seht jetzt, wie hoch wir sind hier. Über 2000 Meter. Wir sind auf dem Kronplatz, einem der größten Ski- und Wandergebiete hier im Pustertal. Diesen Glockenstock kann man begehen. Rundum wird die Bergwelt erklärt und an den Reliefs kannst du die Berge ausmachen. Eine tolle Idee. Rund um den Kronplatz gibt es einen Panoramaweg. Den nehmen wir unter die Sohlen. Und es gibt viel zu entdecken. Und vielleicht wird das hier auch noch mal wahr. In einer Künstleraktion wurden rund um die Bergkuppe Steinmandaln errichtet. Der hier aus Lhasa Morma aus dem nahen Finchgau. Thank you.
Der Gipfel streift so langsam sein Herbstgewand über, während die Biorasenmäher ihrer Aufgabe nachgehen. Nach einer ordentlichen Stärkung wartet die Gondel auf uns. Diesen Zug dürfen wir kostenlos mit unserer Gästekarte nutzen. Er bringt uns nach Bolzano. Den Bozener Dom schauen wir uns nur kurz an, um uns bald auf weltliche Anblicke zu konzentrieren. Die Stadt Bozen liegt in einem Talkessel. Dies beschert eher milde Winter und heiße Sommer. Komm mit uns und entdecke die Feinheiten dieser Stadt. Mit einem Baustil irgendwo zwischen Alpenland und Bella Italia. Und natürlich auch seine Spezialitäten. Typisch für Bozen sind die schmalen Gänge. Sie verbinden zwei Straßen unter den Wohnhäusern. Wenn du dich da auskennst, kommst du schnell durch die Altstadt. Manchmal haben wir auch den Eindruck von Disney World. Wir finden den Walterplatz. Walter von der Vogelweide gilt als der bedeutendste deutschsprachige Lyriker und Minnesänger im Mittelalter. Er wurde wahrscheinlich 1170 geboren. Bei all unseren Südtirol-Touren haben Campingnachbarn oft gesagt, der Praxer Wildsee sei so schön und so romantisch. Heute wollen wir uns davon überzeugen. Komm, wir sehen uns den gemeinsam an.
Ja, und wer so wie wir geglaubt hat, die Runde um den Praxer Wildsee geht nur am Ufer entlang, der hat sich ganz schön getäuscht. Wir müssen da ganz schön hochklettern. Und da haben wir gedacht, das war's mit dem Anstieg. Jetzt geht's bergab. Nein, da kommt noch der Gegenhang. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.